erkenne deine Aufgabe. Großartig. Keulen! Opfere die Schwachen. Sie den geschnappt. Warum tun wir uns das überhaupt an? Wir sind alle tot. Grüß sie trotzdem. Warum muss ich immer die Leichen checken? Ach du Scheiße! Was? Oh fuck! Er lebt! Walker, los, hol den Truck! Yes, Sir! Oh mein Gott, es tut mir so leid. Pass mal mit an, Junge. Eli, ist das... Yep. Was verdammt macht der Deputy hier? Jacob hat ihn genauso lieb wie uns. Jetzt wird alles gut, du Held. Die Whitetails retten dich. Bringen wir ihn zu Wolf, Stan? Wohin sonst? Tammy wird nicht begeistert sein. Sorg dich nicht wegen Tammy, das wird schon.
Verlierst du jetzt völlig den Verstand? Jetzt warte mal, Wheaty und ich waren uns einig. Ihr wart euch einig? Hey, ich war höchstens ein unparteiischer Beobachter. Es ist dumm und es ist gefährlich, das wisst ihr doch beide ganz genau. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn sterben lassen? Tammy. Er war für Gott weiß wie lange in diesem Raum. Ich habe gesehen, was er mit Menschen macht, aber du nicht. Du kannst ihm nicht trauen. Genau das erzählt man sich über dich, aber zum Glück habe ich nicht hingehört. Das steht nicht zur Diskussion. Wir brauchen ihn. Das ist alles, was zählt. Verstanden? Hattest recht. Sie hat's ganz locker genommen. Raus! Ich hab doch gar nichts gemacht. Das war mein Ernst. Wir brauchen dich. Ruh dich erstmal aus. Hey, alles gut? Hey, hallo, Mann. Scheiße, du bist auf. Hey, Mann. Eli will mit dir reden. Ich war immer skeptisch gegenüber unseren Waffengesetzen, aber scheiße, wir wären längst alle tot, wenn wir keine Waffen hätten. Was ist schlimmer, im Stuhl zu sitzen oder von den Judges gefressen zu werden? Schwierige Entscheidung. Wenn man ohnehin stirbt, sollte es besser schnell gehen. Du siehst schon besser aus. Geh zu Eli, er braucht dich. Gleich den Gang runter. Eli wartet auf dich. Echt, du siehst scheiße aus. Ich würde gern reden, aber Eli will was von dir. Du rappelst dich schnell wieder auf. Alles gut in G4. Ach ja, Spalten hier. Hab versucht, dich zu finden, Deputy. Dutch hält viel von dir. Hör zu, ich komme gleich zur Sache. Ich weiß, was du im Süden getan hast. Du hast den Vater verunsichert und das ist gut für uns. Wir verlieren zu viele Leute hier oben. Das lässt sich nicht leugnen. Wenn das so weitergeht, werden wir wohl keine Woche mehr durchhalten. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Ich versuche, Stellungen zurückzuerobern, also habe ich Whitetails losgeschickt, um das Besucherzentrum zu sabotieren. Da deponiert die Sekte nämlich ihr Bliss. Aber unsere Leute sind direkt in die Falle getappt. Sie wurden als Geiseln genommen und uns läuft die Zeit davon. Wenn ich noch eine Gruppe reinschicke, verlieren wir vielleicht alles. Aber du... Mit dir rechnet die Sekte sicher nicht. Niemand außer dir kann damit fertig werden, Depp. Niemandem sonst traue ich das zu. Ich zähle auf dich. Du wirst leise reingehen müssen. Wenn die Sekte merkt, dass du da bist, töten sie vielleicht unsere Leute. Auf dem Tisch liegt ein Bogen, wenn du willst. Hol unsere Leute da raus, Depp. Viel Glück.
Sexsäcke haben Leute von der Klippe geschubst. Es gab... Mach dir um ihn keine Sorgen. Ich bin vorhin vielleicht ein bisschen schroff gewesen. Keine Entschuldigung, nur eine Feststellung. Ich traue niemandem, den ich nicht kenne. Aber Eli sagt, du bist in Ordnung. Also glaube ich das erstmal, bis ich mir selbst ein Bild gemacht habe. Wenn du was drauf hast, werden wir zwei uns toll verstehen. Die Sache ist die. Wheatie versucht, einen Piratensender zum Laufen zu bringen. Er erzählte Eli, er wolle helfen, die Miliz zu koordinieren. Aber ich bin sicher, dass er nur seine Musik hören will. Also tun wir ihm den Gefallen. Das Problem ist, dass das Signal nicht durchkommt. Unser Freund hier hat gesagt, die Sekte blockiert es mit Störsendern. Er hat auch gesagt, wie. Anscheinend gibt es zwei Störsender auf Funktürmen und einen dritten mobilen, der auf der Straße patrouilliert. Schalte zuerst die Türme aus, dann müsste ich das Signal des mobilen Senders orten können. Ich sag Bescheid, sobald ich was weiß. Erledige das. Vielleicht bauen wir so etwas Vertrauen auf. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Wir haben zu wenig Leute. Du bist also Eli begegnet. Jetzt bist du in guten Händen. Er wird dich mit allem versorgen, was du da oben in den Bergen brauchst. Ich behalte... Devil's Drop! Du musst zum Devil's Drop! Genau da unten! Ach Scheiße, sie wissen, dass du da bist. Sie haben MGs und Raketenwerfer. Da müssen wir mithalten. Die werden uns von meinen Augen von meinen Augen haben. Vorstellen kann. Wir haben zwei Whitetails am Hawkeye-Tunnel.